herzlich willkommen zu einem neuen Auf der Baustelle von. Und heute sind wir bei der lieben Sam. Hallo. Ich habe nachgeschaut, das letzte Video ist bereits 3 Jahre her. Und ich wollte das eigentlich regelmäßig machen. Aber ja, ich bin jetzt erst dazu gekommen. Und ich würde sagen, Sam, du kannst dich und euer Haus vielleicht mal ganz kurz vorstellen. Also, mein Name ist Sam. Ich wohne jetzt hier seit November 20. Mit meinem Mann und unserer Tochter Sway und unserem Hund. Seit November 20 renovieren wir das Haus auch schon. Wir sind jetzt seit Mai dieses Jahres fertig mit dem unteren Teil, sodass das bewohnbar ist. Ja, bei Sam ist ganz interessant. Das Haus war so schon eingerichtet, dass man oben quasi eine separate Wohnung hätte machen können. Das habt ihr dann auch umgesetzt so. Das heißt, die konnten oben leben und unten wurde saniert. Aber das sehen wir jetzt alles noch so ein bisschen, wenn wir später ins Haus gehen. Aber ich würde sagen, erstmal gucken wir uns den Außenbereich an. Genau. Hier befinden wir uns in einem Teil von unserem... Fast, ne? So viel Zeit, die wir miteinander verbringen, könnte man auch unserem Garten sagen. Okay, hier befinden wir uns in einem Teil von eurem Garten. Genau. Wir haben hier auf jeden Fall eine riesengroße Wiese mit noch richtig viel Potenzial. Momentan steht das Haus an erster Stelle, sodass hier draußen immer mal wieder was gearbeitet wird, aber noch nichts Definitives. Das heißt, hinter uns seht ihr schon mal ein Gewächshaus. Das haben wir, glaube ich, im ersten Jahr, als wir hingezogen sind, aufgebaut, weil jemand das auf Facebook verschenkt hat. Ja. Und dann war ganz klar, das müssen wir holen. Und ansonsten, ja, haben wir noch verschiedene Spielsachen hier stehen für Sway und für die Kinder, die Besuch kommen. Und sehr viele Obstbäume von Äpfelbäumen, Birnen, ja. Pflaumen, Kirschen, Mirabellen. Und wir haben letztes Jahr unsere Hochzeit hier gefeiert. Und genau, weil die Wiese sich wirklich super dafür anbietet. Momentan, da wir jetzt noch nicht hier am Umbauen sind, sag ich jetzt mal, wird die Wiese größtenteils auch genutzt für Camper, weil wir die Wiese einfach anbieten auf Park4Night, weil wir selbst auch leidenschaftliche Camper sind und diese App auch nutzen, haben wir gedacht, dass sich die Wiese doch richtig gut dafür anbietet. Ja, ich werde euch da auch ganz gerne mal einen Link dazu in die Beschreibung tun. Wenn ihr irgendwie hier in der Umgebung euch aufhaltet und auch Camper seid, dann könnt ihr euch das ja mal anschauen und vielleicht dann auch irgendwann mal hier auf der Wiese stehen mit eurem Camper. Soweit ich weiß, war ja auch der Garten einer der Hauptgründe, wieso ihr euch für das Haus entschieden habt, oder? Ja, also ich muss sagen, dass das Haus für Pol direkt lieber auf den ersten Blick war. Ja. Und ich habe aber ein wenig Zeit gebraucht, weil es mir dann doch teilweise zu groß ist. Ich habe auch jetzt noch immer Momente, wo ich mir sage, Gott, was habe ich mir da nur angetan? Aber wenn dann gutes Wetter ist und man ist hier zusammen mit Freunden oder auch sonst einfach nur im Garten arbeitet, dann bin ich natürlich super froh, dass wir diesen großen Garten haben. Unsere Ideen ändern aber auch genauso wie drin, quasi jeden Monat mal. Mal soll es ein überdachtes Schwimmbad werden, mal ein Schwimmteich. Also, würde ich gut finden. Ja, ich auch. Also es wird auf jeden Fall irgendwie sowas geben. Aber ja, alles zu seiner Zeit. Hier befinden wir uns auf eurer Terrasse und hier hat sich ja optisch auch so ein bisschen was geändert, oder? Genau. Also wie ihr hinter uns seht, haben wir ein länglicheres Fenster. Das war auch schon vorher so im Haus. Bei dem Fenster direkt neben uns seht ihr jetzt eine 4 Meter lange Schiebefenster. Genau, das war vorher halt auch eins, wie ihr hinten seht. Und das haben wir quasi ausgebaut und ja, einen Durchbruch, sag ich jetzt mal, gemacht, um da so ein großes Fenster reinzubekommen, damit wir direkt auf die Terrasse sehen und in den Garten und auch von dort aus dann auf die Terrasse kommen. Ja, man hat quasi so ein richtiges Panoramabild, genau. Wenn man auf dem Esstisch sitzt. Finde ich richtig cool. Und jetzt auf der Terrasse hat es jetzt nicht so viel getan. Wir haben jetzt aus Paletten mal eine Lounge gebaut, dass wir über den Sommer dann doch gemütlich hier sitzen können. Der Whirlpool steht hier. Der Whirlpool steht hier, der Grill. Also alles ist gut so momentan. Aber klar, die Terrasse wird halt auch neu gemacht, weil man sieht schon, dass die Fliesen, die wir haben, in die Jahre kommen sind. Man merkt die Wurzeln von den Bäumen. Das wird aber auch noch alles mit der Zeit dann geändert. Hinter uns, also ich weiß nicht, ob man das gut sieht, aber da ist auch noch eine Scheune, die ist angebaut am Haus, aber das ist so Man's Cave. Also das wird viel abgelagert und unser Bulli steht halt da drin. Hier befinden wir uns nun oben im Haus und
Ja, du kannst ja gerne mal ein bisschen was dazu erzählen. Genau, also wir stehen hier in unserem alten Wohn- und Esszimmer. Das heißt, vorher der Besitzer hat diesen Raum eigentlich so als Gemeinschaftsraum genutzt. Das heißt, hier stand auch nicht viel drin, außer ein langer Tisch. Und hinter uns sieht man halt auch eine Leinwand, wo er aber jetzt auch gar nicht mehr so genutzt hat. Und ja, wie Mandy schon vorher erzählt hat, wir haben ja während der Renovation hier oben gewohnt. Das heißt, hier war sozusagen ja, unser Wohn- und Esszimmer. Und ja, jetzt momentan wird es eher weniger genutzt, bis kaum. Sway spielt ab und zu mal hier, weil noch viele Sachen hier rumstehen. Ja, wir haben jetzt in den letzten, vor 2 Wochen, die Rohre weiter verlegt für unseren Kamin. Jetzt fehlt nur noch dieses ganz kleine Stück, das zum Dachboden, also aus dem Dach raus muss. Und da müssen wir jetzt auf den Dachdecker warten. Aber hoffentlich kommt er bald, damit wir den Kamin dieses Jahr schon nutzen können. Ja, haben wir hier so einen Raum mit ein bisschen Baustelle. Ihr wollt erst später hier oben anfangen. Wann ist da ungefähr der Plan zum Beginn? Gute Frage. Also wir machen immer mal wieder in wenig was, aber ich glaube, dass wir gerade mal ansparen und dann weiterschauen. Also abreißen und so können wir ja quasi schon, aber ein bisschen wieder aufbauen, das dauert halt noch. So ein genaues Stichdatum haben wir ehrlich gesagt gar nicht festgelegt. Ich weiß gar nicht. Also nicht nächstes Jahr großer Abriss oder so. Ich weiß. Also ich denke, es hängt halt auch super viel von der Motivation ab. Wir sind halt gerade super glücklich, dass wir unten fertig sind und da wohnen können. Und erst wieder Kraft sammeln. Genau, und ja, aber manchmal ist dann doch so dieses Kribbeln in den Fingern. So, können wir nicht schon Tapete abreißen? Ja, Tapete abreißen, ja, das mache ich auch total gern. Also vorausgesetzt, sie kommt gut ab. Ja, die hier kommt richtig gut ab. Ja, stimmt. Marlo hatte, glaube ich, mal ein Stück abgerissen. Genau, und auch als wir die Rohre gemacht haben, habe ich pur gesagt, okay, komm, wir machen die Tapete direkt weg, weil nachher kommen wir da nicht mehr hin. Mhm. Und das ging wirklich so an einem Zipfel runter. Ich war so, ach. Vielleicht einmal noch ganz kurz, was ist der Plan für diesen Raum hier? Genau, also wir zeigen euch das hinterher auch nochmal. Aber das soll sozusagen unser Familie, also unser Elternschlafzimmer werden mit Ankleide. Mhm. Und dann wird halt noch ein Durchbruch gemacht zur alten Küche und das soll dann unser Bad werden. Aber so, dass wirklich so diese Ecke hier quasi so unseren Elternbereich wird. Genau. Ich kann es mir schon fast vorstellen. Ja, genau. Und vor uns seht ihr auch ein Fenster und da war ja die Idee, irgendwann mal eine Gaube reinzumachen, weil ich bin so klein und ich sehe nicht raus. Also ich sehe die Baumspitze, aber das war's auch. Ja, genau. Stimmt. Wenn man so einen Kopf größer ist, nimmt man das gar nicht so wahr. Das stimmt. Hier befinden wir uns dann in der alten Küche und hier sieht man, finde ich, die 70er ja schon so richtig. Ne? Genau, ja, also es ist halt alles im Holz verkleidet, das war unten auch so. Ja. Und ja, das war halt so einer der Gründe, warum wir das eigentlich rausgerissen haben, weil es uns einfach nicht gefallen und weil wir einfach das Gefühl hatten, es macht die Räume halt einfach noch dunkler und enger. Und ja, das war schon ein großer Unterschied, als wir das Holz unten überall raus hatten. Und wie man groß die Räume einfach Ja, genau, man spart sich ja überall eigentlich nur so 2 Zentimeter, glaube ich. Ja. Und trotzdem wirkt es danach alles viel größer. Und ihr hattet da nicht irgendwie so Überraschungen irgendwo dahinter in Form von, ich weiß ja nicht, Tümmeln oder sonst irgendwas? Nein. Keine Schätze gefunden? Nein, leider auch nicht. Nee, wir hatten tatsächlich das Glück, dass wir nirgends irgendwie eine Schimmelstelle oder so gefunden haben. Wir hatten nur in einer Wand, wo wir einen Durchbruch gemacht haben, ja diesen riesigen Riss drin. Ja, stimmt. Der halt auch draußen sichtbar ist. Aber ansonsten hatten wir wirklich Glück, dass wir keine Überraschung. Schätze haben wir leider auch keine gefunden. Ja, wir auch nicht. Uns wurde immer gesagt, früher wurde das hinter den Fußleisten. Genau. Manchmal dann Geld versteckt oder so, aber wir haben mittlerweile, glaube ich, alle Fußleisten ab und da war nirgendwo Geld. Nee, wir auch nicht. Vielleicht hier oben, wir werden es sehen, aber... Es bleibt spannend. Ja, die Küche habt ihr dann jetzt die letzten, nicht ganz 2,5 Jahre dann benutzt. Genau. Wie war das so mit dem Provisorium? Also ich muss sagen, ich habe mich sehr oft wie bei den Pfadfindern gefühlt, weil ich weiß aus meiner Pfadfinderzeit, dass wir immer solche provisorischen Küchen sozusagen aufgebaut haben mit einem Regal von hier und einer Küchenzeile von da und da ein Herd ausgeliehen und ja, also ich muss sagen, für uns drei war es okay, aber sobald man Leute hier hat, auch wenn wir hier waren, wir wollten gemeinsam kochen, saßen wir dann noch im Esszimmer und haben da geschnippelt oder so, weil es hier doch wirklich eng
war. Genau. Also wie ihr vielleicht rausgehört habt, wir kennen uns auch privat. Das ist jetzt nicht nur so das Video. Deshalb konnte ich euch auch die ganzen Renovier-Videos und Vorher-Videos einblenden oder werde ich euch unten noch einblenden. Ja, und hier, die Pläne hast du ja schon mal kurz angesprochen. Genau, da soll jetzt quasi neben dir der Durchbruch kommen. Und hier soll dann unser Bad hinkommen. Das heißt, also das Bad von mir Pool dann in dem Fall. Und Sway kriegt quasi dann das Badezimmer, was wir jetzt nutzen, soll dann ihres mal werden. Ja, ich glaube, dann kommt man ganz gut aneinander vorbei. Ja. Wenn sie noch älter ist und hat Freunde hier und sagt, genau, habe ich nichts mit dem Bad zu tun. Ja, wie ihr hört, die Kleinen sind auch im Hintergrund gerade sehr aktiv beschäftigt. Ja, hier treffen dann die zwei Welten aufeinander. Man sieht da einmal noch ein bisschen im Bild so die Holzvertäfelung. Und hier hinter uns ist schon der Lehm. Genau. Ihr habt sehr viel mit Lehm gearbeitet. Ja, ja, also Lehm hat uns wirklich von Anfang an super gut gefallen. Auch bei euch damals, als wir die Wände verfugt haben, die Steinwände. Ja. Da habe ich schon gedacht, okay, das ist echt ein tolles Material, gerade so mit Kind. Mhm. Und ja, weil wir aber auch einfach Wert darauf legen, dass wir mit natürlichen Materialien umbauen, haben wir uns sehr schnell für den Lehm entschieden, weil es halt super einfach anzuwenden ist und einfach so dieses Heimliche auch irgendwie hat, finde ich. Genau. Und ja, also bereuen tun wir es auf jeden Fall nicht. Nee, bisher. Also aber ich glaube nicht, dass ich finde noch immer der größte Vorteil ist wirklich so, dass man das anmischen kann und nicht ganz benutzen muss und dann irgendwann einfach weitermacht und dann noch wieder ein bisschen Wasser dazu, kann weiterarbeiten und muss dann nicht immer wieder unterbrechen. Es geht jetzt nach da weiter, die Räume sind größtenteils fertig. Genau. Bis auf Gäste-WC und also Garderobe, ja, da fehlt noch ein wenig so der Feinschliff, da haben wir jetzt nochmal einen Spiegel gefunden, aber ja. Man muss dazu sagen, dass wir hier, also wir haben mit Lehm gearbeitet, aber hatten halt auch viel Hilfe, sag ich jetzt mal, weil wir wirklich teils sehr gerade Wände hatten und wir bisher nur Erfahrung gemacht haben mit dem Lehm, mit den Verfugen. Das heißt, in der Küche, in dieser in der Steinwand, da habe ich zum Beispiel verfugt und das ging natürlich auch gut, weil da hatte ich ja die Erfahrung. Mit den Wänden und mit der Decke sind wir jetzt im Nachhinein wirklich froh, dass wir da fachmännische Hilfe hatten, weil es wirklich super viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und Decke verputzen. Genau, und die haben halt so viele Schichten da aufgetan und ich weiß nicht, wie wir das gemacht hätten mit Kind. Und auch wenn du sagst, wie man kann dazwischen aufhören, aber die Decke hat aber, glaube ich, 3 Schichten bekommen. Vier. Ja, also das heißt, uns ist halt auch wirklich viel von der Bodenfläche her. Genau, also wie gesagt, es geht nach da weiter. Da werdet ihr jetzt sehr viel Lehm sehen. Es geht aber auch noch nach dort weiter. Da habt ihr, glaube ich, auch noch nichts renoviert, ne? Nee, nee. Also da haben wir halt unsere Waschküche. Und das wird auch Waschküche bleiben. Die wird halt einfach nur renoviert. Da habe ich halt auch schon verschiedene Ideen, aber hat jetzt in dem Sinn noch nicht so den Vorrang, weil sie funktionell noch ist. Und halt das Bad, was wir auch nutzen, aber eher weniger, das ist meistens nutzen wir dieses Bad für die Camper oder die halt parkverneint vorbeischauen, weil wir da halt das Haus sozusagen abschließen können mit einer Zwischentür, sodass die nicht in unseren Wohnräumen laufen. Aber das ist halt auch so ein richtiger 70er-Jahres-Stil-Bad. Also ich glaube, für die Camper ist es so ganz, ja, also bisher, ganz gut. Die sind immer froh, dass eine Badewanne da ist. Ja, aber auch allgemein, dass sie einfach eine Dusche haben und ein eigenes Bad. Weil wir werden halt auch oft gefragt, ob das jetzt unser privates Bad wäre, ob wir das jetzt mit denen teilen müssen. Aber das ist halt nicht der Fall. Also wir nutzen es, wenn keine Gäste hier sind, weil wir halt auch nur da eine Badewanne haben. Und wir aber auch schon Badewannenmenschen sind. Aber ja, die Badewanne kommt natürlich auch oben in die Badezimmer. Oder auf jeden Fall in unseres. Ob in Sways, weiß ich noch nicht. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht. Nicht. Ja, wird das ein wenig eng, glaube ich. Ja. Genau. Und dahinter haben wir dann noch einen Raum, der gerade eher so als Abstellraum dient. Da haben wir halt noch viele, also verschiedene Möbel, die wir aus dem alten Haus hier haben, die wir noch irgendwo unterstellen wollen möchten oder auch nicht, wissen wir noch nicht, und da steht halt dann noch super viel rum. Es wird immer weniger, mit jedem Raum, was fertig wird, der fertig wird, und
Bilder einrichten wird es weniger, aber ja, da haben wir jetzt auch noch nicht wirklich so eine Verwendung. Also es wird immer wieder von Spielraum zu Sauna. Biert und so. Ja, genau, und Sauna. Also ich bin ja eher so Team Sauna und Kabine. Poli ist eher so Bier und alles. Er meinte jetzt letztens, das könnte man ja auch verbinden. Du sitzt in der Sauna und ich spiele Bier. Ich so, ja, spiel du alleine Bier. Wieso nicht? Aber gut, mit der Kombi wäre ich auch schon zufrieden. Hauptsache, ich hätte eine Sauna. Aber ja. Genau. Genau, hat noch alles Zeit. Ja. Also erstmal oben und dann. Genau. Ja. Ja, hier befinden wir uns in eurem eher Gästebad. Genau. Quasi. Genau. Also wir nutzen das, wie gesagt, kaum, also wenn wir jetzt hier unten sind, wir haben ja noch ein Gäste-WC, was jetzt noch nicht fertig ist, dann nutzen wir das natürlich, aber wenn wir jetzt in die Wanne wollen, dann gehen wir hier, weil hier halt die einzige ist. Auch hier sieht man wieder diesen totalen 70er-Jahres-Style, auch mit der Decke. Und ich muss sagen, wenn ich auf seine Frage zurückkomme von vorhin, ob wir keine Überraschungen hatten, habe ich ein Gefühl, dass wir hier welche haben werden. Okay. Weil ich mir das so irgendwie nicht zusammen vorstellen kann, so dieses Holz mit einem Bad. Was so. Ja, vor allem, weil das auch in der Dusche ist. Genau, ne? Genau. Und ja, ich habe da Bedenken, dass wir da ein paar Schimmelstellen finden. Wobei ich auch gar nicht verstehe, wie man so eine Holzverkleidung im Bad haben kann. Aber gut, ich glaube, das war halt in den 70ern so. Auch. Ja, ihr habt es ja auch oben im Bad. Genau, das ist, glaube ich, schon. Ja, das nur ist nicht in der Dusche. Genau, da waren sie etwas cleverer. Ja. Aber gut. Genau, was vielleicht auch noch interessant zu wissen ist, hier war vorher eine Tür. Die hat der Vorbesitzer aber auch zugemauert quasi. Das sieht man dann aber auch noch besser von außen. Weil er vorher nie diesen Gang hatte vom Haus in die Scheune. Ja. Das heißt, da hat er jetzt ein Überdach ja dann gebaut, dass man hier quasi rauskommt aus unserem Aufbewahrungsraum, sag ich jetzt mal, in die Scheune. Und vorher war das halt nicht und dann ging er immer hier raus. Wie das ausgesehen hat, so mit Bad und hier rein und rauskommen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, stelle ich mir auch. Ihr habt gar keine Fotos vom Haus vorher? Nee, gar nicht. Okay. Das Haus war ja Anfang auch gar nicht da. Das heißt, er hat das Haus eigentlich gebaut mit der Scheune. Stimmt. Das war das erste Gebäude und das hat der Vater noch gebaut, weil der war irgendwie gelernter Maurer. Okay. Und das war eigentlich auch nur so ein Firmensitz. Und dann hat er irgendwann eine Firmenwohnung da auch noch irgendwie mit eingebracht. Und ja, als dann der vorherige Besitzer, sag ich jetzt mal, geboren wurde und der älter war, haben die dann in Eigenleistung dieses Haus quasi an die Scheune angebaut. Ja. Und er hat dann die letzten Jahre halt mit seiner Frau hier gelebt. Genau. Ja. Oben war ja auch, glaube ich, gar nicht als Wohnfläche angemeldet oder irgendwie sowas. Genau, genau. Und er hatte das auch sogar vermietet, weil eben die Möglichkeit bestand, dass man oben eine einzelne Wohnung machen konnte, weil da Wasseranschlüsse waren und alles. Und da war quasi das Haus mit der Wohnung nur getrennt durch diese Gittertür im Flur, die wir aber jetzt nicht mehr drin haben. Aber ja, so konnten das ältere Paar, also die Vorbesitzer, hier unten wohnen und sie hatten das dann oben vermietet. Und der Vorbesitzer hat auch quasi alles ja hier mitgenommen. Ja. Der hat euch ja, glaube ich, auch die Leuchten und so. Genau, also er hat wirklich alles, was er mitnehmen konnte, hat er mitgenommen. Ja. Und dazu sei gesagt, es war jetzt kein junges Paar, es war wirklich schon ein etwas älteres Paar. Ich glaube, er hatte um die 84. Und die Frau auch in dem Alter und hat auch super krasse Hüftprobleme. Deshalb haben die auch quasi nur noch hier unten gelebt, weil sie halt keine Treppen steigen mehr konnte. Also bis zur Schlüsselübergabe hat er wirklich jedes kleine Detail mitgenommen, wie du sagst, alle Lampen, hat die Birnen sogar mitgenommen. Stimmt. Weil ich erinnere mich, als wir hier hingezogen sind, das war im November, und wir wollten dann schon voller Tatendrang anfangen und hatten nicht mal Birnen. Genau. Und ich weiß, dass Marius uns dann noch Birnen geliehen hat. Wir haben irgendwas aus unseren Lampen, die wir mitgebracht haben, mit umgezogen, die Birnen ausgeschraubt und die festgemacht, damit wir ein wenig Licht hatten. Also es war wirklich so. Also alles, was nicht nied- und nagelfest war, war nicht mehr da. Genau. Deshalb auch hier im Bad steht ja quasi so der Spiegel ein bisschen alleine da. Genau. Da war eigentlich mal kompletter Schrank drumherum. Ja, hat er wirklich alles mitgenommen. Die Trennwand hatte er nicht mitgenommen im Wohnzimmer, oder? Die Leinwand. Da war ja zwischen der Küche und dem Wohnzimmer so eine Trennwand aus Holz. Die habt ihr selbst rausgerissen, oder? Genau. Das war ja ein Schrank. Das war ja quasi ein Trennwand zum Esszimmer hin damals und der Küchenschrank zur Küche. Ja.
Und ja, das hat er dann da gelassen, weil sonst hätten wir ja keinen Schrank gehabt in der Küche. Ja. Aber er hat Herd mitgenommen, Waschbecken, also hat wirklich alles mitgenommen. Ich weiß noch, dass wir Schlüsselübergabe hatten und wir waren in der Scheune und die Umzugsfirma war noch hier. Ja. Und dann meinte er noch so zu Pol, ja, ob er dann auch das Regal in der Scheune haben wollen. Ne? Mhm. Und dann meinte Pol noch so, weil wir halt beide gesagt haben, alles, was ihr nicht mitnimmt, lasst es stehen, wir entsorgen es, wir sind ja noch jung, wir sind ja noch etwas fitter, das ging gar nicht. Und er wollte dann auch noch 100 Euro haben für dieses Regal. Stimmt. Und dann meinte Pol noch so, nee, dann reiß es raus. Und dann hat der Makler das noch bezahlt, weil der so genervt von dem war, dass er gesagt, nimm jetzt die 100 Euro und dann gehst du einfach. Also und der Schrank war komplett nach Maß. Er hat er hatte das gar nicht. Ja. Jetzt im Nachhinein hätte ich gerne gesehen, wie er es gemacht hätte, muss ich gestehen. Gerade weil er auch selbst nicht mehr so bei der besten Gesundheit war, hätte ich gerne gewusst, wie er sich da angestellt hat. Aber jetzt im Nachhinein sind wir natürlich froh, dass das Regal drin ist, weil es uns wirklich super hilft mit allem, was wir so ablegen können. Aber wir fanden es schon schade, dass man Er war schon ein kleiner Merkwürdiger. Und hier befinden wir uns in eurem Reich. In dem renovierten Reich schon mal. Ich muss einfach dazu sagen, das klingt ganz oberflächlich, aber ich finde es wunderschön geworden. Ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich finde es einfach richtig, richtig schön und ich glaube, jeder wird sich hier wohlfühlen. Auch das so ist bei unseren großen Tasten. Das ist natürlich super schön zu hören, weil klar, in erster Linie geht es darum, dass wir uns wohlfühlen, aber ja, ich bin halt so ein Mensch, der super gerne zusammen ist mit Freunden und Familie und ich bin da natürlich umso glücklicher, wenn ich auch noch höre, dass es den anderen genauso schön gefällt. Und ja. Und ich glaube, die Kinder feiern das hier sehr, weil die können sie ja im Kreise laufen. Ja. Was wir uns dabei wohl gedacht haben, weiß ich auch nicht. Da war die Kleine noch so klein, dass ich nicht darüber nachgedacht habe. Irgendwann werden sie auch wieder ruhiger. Ich glaube, sind sie irgendwo am Zocken und so und wollen nicht mehr von uns hören. Die Zeit kommt auch noch, stimmt. Ja, mir ist auch richtig viel passiert. Hier neben uns stand irgendwann mal eine Wand. Genau, das war halt ein einzelner Raum. Quasi die jetzige Küche war sein Büro. In dem Raum, wo wir uns jetzt gerade befinden, was unser Esszimmer ist, war Wohnzimmer. Genau, hier war die Trennwand und da hinten war auch nochmal abgetrennt. Das war mit dem Schrank, wo wir gesagt haben. Genau. Aber hier war eine richtige Wand halt drin. Genau, das waren halt separate Räume sozusagen und da haben wir dann den Durchbruch gemacht. Ja. Genau. Da waren auch die Risse, wo du vorhin angesprochen hast. Als wir dann angefangen haben, die Mauer durchzubrechen quasi, weil wir wollten sie eigentlich ganz wegmachen. Ja. Und dann haben wir aber gesehen, in dem kleinen Teil, was jetzt noch steht, dass halt ein etwas länglicher Riss ist, der halt auch nach außen geht. Und weil wir uns da einfach unsicher waren, was jetzt die Stabilität und dieses ganze Konstrukt angeht, haben wir gesagt, okay, dann lassen wir den Teil einfach stehen und haben das dann auch abklären lassen. Das heißt, von der Statik her ist das auch alles sicher und Pol hat diesen Schlitz quasi dann auch nochmal verstärkt und den Riss, sodass das jetzt auch hält. Es war ja auch keine tragende Wand, oder? Nee. Und hier hinter uns war eine Tür? Genau, das heißt, weil das quasi in zwei verschiedene Räume waren, war das da hinter uns eigentlich die Tür, um in diesen Raum zu gelangen. Und weil wir aber super schnell die Idee hatten, hier einen Durchbruch zu machen, weil wir diesen offenen Wohnraum haben wollten, war uns klar, okay, dann machen wir daraus jetzt was anderes. Und weil wir auch einen Kamin haben wollten, kam Pol halt mit der Idee mit dem Holzlager. Und ja, als wir da die Ideen so gesammelt haben, war er auch in diesem Schweißerkurs mit Marius und Charel. Ja, und dann war für ihn klar, dass er das macht. Ja, das hat er selbst gemacht. Genau, und ja, das ist auch, glaube ich, so sein ganzer Stolz. Verständlich. Und, ja, es gefällt uns auch richtig gut, weil wir hatten am Anfang noch Bedenken, ob uns das jetzt auch mit dem Holz noch so gut gefallen würde. Doch. Aber ja, auch mit der indirekten Beleuchtung ist es auf jeden Fall. Ich finde, das Holz macht nochmal so richtig viel her, wenn es da drin gelagert ist. Küche. Genau. Dass auch der Schein trügt, weil hinter der Küche geht es noch weiter. Genau, wir haben halt die Küche und in der Küche integriert haben wir halt einen Vorratsraum. Ja. Und da wollten wir aber auch, dass das so gut es geht versteckt ist, sag ich jetzt mal. Dass man nicht direkt offensichtlich sieht, ah ja, okay, da ist die Tür. Ja, hier war ja vorher keine Küche. Das Büro vom
Vorbesitzer war hier, das heißt Dunstabzugshaube musste irgendwo raus. Mittlerweile gibt es ja auch die mit Kohle und so weiter reinigen. Wollten wir nicht. Ich weiß auch ganz am Anfang, als wir die Küche geplant haben und wir hatten ja vorher einen anderen Schreiner noch angefragt. Jeder hat uns empfohlen von so einer mit Kohlefilter, die in das Kochfeld geht. Ja, und ich war da immer dagegen. Man hat immer versucht, mich umzustimmen von wegen, ja, aber das ist jetzt heutzutage so, ich so, das ist mir dann aber egal, weil ich gedacht habe, okay, so eine Küche kostet viel Geld und ich möchte wirklich zufrieden sein und dann auch das haben, was ich wollte. Und da bin ich froh, weil Pol war genau der gleichen Meinung, also musste ein Rohr her. Und ja, das haben wir dann gezogen und das ist, ja, jetzt, das geht eigentlich quasi jetzt durch unser momentanen Schlafzimmer aus, aus dem Dach raus und ich Das heißt, es geht jetzt einmal hier schräg rüber, ne? Und genau, dann, genau. Ja. Also ich bereue diese Entscheidung auch gar nicht und ich bin da wirklich froh darüber. Und die funktioniert jetzt natürlich auch richtig gut und wir haben jetzt schon ein paar Mal hier richtig deftig gekocht und ich glaube auch, also ich glaube mit diesen Kohlefiltern gibt es mittlerweile richtig gute Sachen, aber dann zahlst du halt auch richtig viel Geld. Also zum Beispiel hat er die Kelly, da hat, das ist das auf der Baustelle von das vorherige Video von diesem, die hat jetzt halt so eine mit Filter und die sind ja echt nicht so zufrieden mit ihrer. Im Gegensatz zu uns habt ihr euch auch richtig lange Gedanken um die Küche gemacht. Ja, also ja, richtig, ich glaube, ja, fast anderthalb Jahre. Also ich muss dazu sagen, dass wir anfangs einen anderen Schreiner hatten, mit dem wir schon ein paar Ideen umgesetzt hatten und dann kam aber Corona, er hat sich nicht mehr gemeldet und war krankheitsbedingt nicht mehr ansprechbar und das war uns alles dann zu vage, weil wir gedacht haben, okay, das bringt ja jetzt auch nichts, wenn man da rumrennen muss und immer wieder anrufen muss und haben uns dann schlussendlich für eine andere Schreinerei entschieden und ja, also hatten wir einen wirklich super Service und waren top zufrieden und die kamen auch super oft hierher und haben uns auch noch mit den ganzen Ideen, die wir so hatten, unterstützt und haben auch neue Ideen mit eingebracht, die wir auch direkt mit angepeilt haben. Ich würde es auch echt jedem empfehlen, nicht die Küche gleich beim allerersten Schreiner oder Händler oder so zu holen. Wir haben das ja damals gemacht, weil wir einfach schnell vorankommen wollten und ja, würde ich nicht mehr so machen. Ja. Die Geschmäcker ändern sich ja mit der Sanierung ja auch irgendwie weiter. Und ja. Das war uns halt hier auch wichtig, weil ich weiß, dass ich am Anfang immer so ein Farbenmensch war. Also jetzt nicht unbedingt, was die Küche angeht, sondern auch im Allgemeinen den Einrichtungsstil. Und Pol ist da aber eher so der Schlichte, sag ich jetzt mal. Und mittlerweile muss ich sagen, bin ich froh, dass er da war, der gesagt hat, nein, wir machen schlicht, weil du kannst mit Deko so viel Farbiges mit einbringen. Und wenn ich jetzt so in den Raum in den Räumen schaue, es ist Farbe da, aber wirklich so diese Naturfarbe, halt wegen dem Lehmputz, das Grüne von den Pflanzen, diese indirekte Beleuchtung. Ich glaube, das Farbigste sind die Spiele von Zwei. Also ja, ich bin ja eh Team Naturfarbe. Genau, und ich finde immer so, Pflanzen bringen schon fast die schönste Farbe mit ins Haus. Ja, es ist halt einfach Natur direkt von draußen nach drinnen gebracht. Also da bin ich wirklich froh, dass man da einfach so mit Akzenten, mit Kissen entdecken kann man ja super auch farbige Akzente setzen und wenn es dann nicht mehr gefällt, nimmt man das Kissen weg und nicht die ganze Küche, oder? Ich habe ja auch persönlich das Problem, irgendwie schauen die Wandfarben im Endeffekt nie so aus wie auf diesen Kärtchen oder wie im Internet oder wie sonst irgendwo und ja, da tue ich mich sehr schwer mit, wenn das Ergebnis dann nicht genauso wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Deshalb habe ich es mit den Farben mittlerweile auch aufgegeben. Ja, kann ich total nachvollziehen, weil als wir hier die Akzente setzen wollten, weil wir haben uns also bewusst dafür entschieden, dass wir quasi die Innenwände in den Lehmfarben lassen und die Außenwände, also die Decke ist weiß und die Außenwände wollten wir halt irgendwie so nicht auch weiß machen und auch nicht lehmfarbig, weil wir auch da wieder gedacht haben, wird vielleicht zu viel. Ja. Also machen wir so ein wärmeres Weiß und ich weiß, als die erste Schicht drauf war, war für mich grau und ich habe geheult. Ich dachte einfach, wir sind natürlich kein Grau, das passt nicht, wir müssen das ändern. Und Pol war so, das wird noch, mach dir keine Sorgen. Ich glaube, ich habe jeden Tag gefiebert, bin 3-4 Mal hingekommen und habe geschaut, ob sich die Farbe noch verändert.
Ja, aber so beige und grau liegen, glaube ich, immer sehr nah beieinander und man hat da schnell irgendwie so die eine oder die andere Grenze überschritten. Aber genau, ja. Also die Küche ist halt auf Maß gemacht, wie man vielleicht auch hinter uns sieht. Wir wollten halt auch, dass die bis zur Decke geht. Wir sind hier, wir haben ja diesen Tisch quasi noch mit eingebaut, weil wir gedacht haben, dass wir, wenn wir nur zu dritt sind, dann würden wir da essen. Und das nutzen wir auch fürs Frühstücken meistens. Ja. Oder ja, wenn wir jetzt was kochen abends, wo man direkt auf den Teller macht, dann auch, wenn wir jetzt aber ein größeres haben. Aber meistens versuchen wir es dann trotzdem doch zu nutzen. Hier haben wir dann das Herzstück, würde ich mal sagen, vom Wohnzimmer. Ja, definitiv. Ja, unseren Kamin. Also wie schon gesagt, wir hatten ja auch vorher im Haus schon einen Kamin, mit dem wir auch super zufrieden waren, aber das war halt nicht so ins Wohnzimmer integriert. Also da muss ich echt sagen, wir hatten das halt auch, das Sofa halt nicht so vorteilhaft da stehen, dass man irgendwie vom Sofa her aus den Kamin begutachten kann und man musste halt dann immer aufstehen und ja, das habe ich halt super schade gefunden, weil ich so diese Vorstellung hatte von wegen, ich sitze auf dem Sofa und kann auf das knisternde Feuer sehen und deshalb war ganz schnell klar, okay, der Kamin wird so gerichtet, dass man sowohl vom Sofa als auch vom Esszimmer aussehen kann. Mhm. Vorher war das eine Tür. Stimmt, hier war auch eine Tür. Genau. Ja. Das heißt, ja, irgendwie waren super viele Türen hier, einfach weil es halt unterschiedliche Räume waren. Das war früher das Esszimmer, genau. Hier stand ein runder Tisch mit so einer Sitzbank und halt auch so noch eine Trennwand, sag ich jetzt mal, wo so ein Regal aber eher. Auch beim Kamin war wieder klar, da wird gelehmt. Da war uns am Anfang, waren wir noch nicht so klar, okay, machen wir da so einen Unterschied von der Farbe her, dass wir sagen, machen wir ihn weiß, machen wir ihn altweiß oder ändern wir einfach nur die Struktur und haben uns dann kurzerhand einfach dafür entschieden, dass wir einfach die Struktur ändern, weil die Wände sind ja wirklich eher rau, sag ich jetzt mit mal, dem Stroh drin. Mit dem Stroh drin und der Kamin ist halt etwas feiner, würde ich jetzt mal sagen. Genau, wir haben hier auch Sitzflächen, das war uns halt auch super wichtig, dass man da schön warm sitzen kann. Bei uns ist halt das Ding, dass wir schon zu Hause sind, aber eher weniger. Bei euch ist ja der Ofen, der Kamin wirklich ein Grundofen, der auch helfen soll zu beheizen, was hier natürlich auch der Sinn ist, aber weil der Kamin bei uns wahrscheinlich nicht so lang oder oft an sein wird, wie er jetzt bei euch an sein wird, haben wir uns dazu entschieden, dass wir diese längliche Sitzgelegenheit quasi einzeln anmachen können, sodass wir das dann, da ist so eine, so eine elektrisch betriebene Heizmatte drunter. Das heißt, auch wenn man einfach mal gemütlich liegen möchte, kann man die separat anmachen, ohne dass der Kamin an sein muss. Natürlich, wenn der Kamin bis an ist, dann wird auch dieser Teil beheizt, aber das kann halt einfach länger dauern. Hier ist dann auch ganz praktisch, wenn mal ein kalterer Sommerabend oder kälterer Sommertag ist, dann kann man ja hier die Heizung einfach mal schnell anmachen, ohne irgendwie den Ofen anheizen zu müssen. Und Das ist auch innerhalb 10 Minuten warm und es wird richtig warm. Ich wollte jetzt sagen, Mandy hat es schon getestet. Also es wird wirklich richtig warm, aber ich finde, es ist trotzdem noch so eine gemütliche Wärme. Also auch mit dem Schafsfell drunter ist es jetzt nicht von wegen, ich habe das Gefühl, ich würde mich verbrennen. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Nee, also man kann ja dann ein bisschen kälter stellen, wenn das zu heiß wird. Aber es ist quasi eigentlich wie eine Auto, wie im Auto, da sitzt man. Genau, Ja, betrieben ist ja halt aktuell noch nicht. Wie gesagt, die Rohre gehen noch nicht bis draußen. Aber der Plan ist ja, dass es bis Weihnachten ungefähr klappen sollte. Ja, am liebsten ja schon vorher. Also, ja, aber da sind wir jetzt dran, dass das auf jeden Fall auch schnellstmöglich gemacht wird, dass wir den endlich anmachen können. Ja, hier neben uns ist dann nochmal euer Büro. Genau, da war vorher die Küche und wir hatten auch ganz am Anfang, weiß ich, darüber nachgedacht, ob wir einfach diese Küche renovieren und da die Küche lassen. Und als ich dann aber die anderen Räume gesehen habe, war für mich sofort klar, nein, ich möchte die Küche auf der anderen Seite, damit ich in den Garten sehen kann. Ja. Und halt auch, so, ich habe ja dann so meine Ideen von wegen, dass ich da eine Kräuterschnecke irgendwann habe, da meine Kräuter ernten kann, dass ich Sway beim Spielen zuschauen kann oder auch sonst, wenn Kinder da sind, dass man die dann halt doch im Blick hat. Mhm. Was hier halt nicht wäre, hier hat man halt dann den Blick auf die Straße und halt auf den vorderen Außenbereich, der jetzt nicht so schlecht ist, aber... Und es wäre, glaube ich, auch eine kleinere Küche. Genau, also ich glaube, die würde dann halt auch, die wäre ganz anders ausgesehen als jetzt. Genau. Und
ja, wie vorher schon gesagt, da war halt so eine Trennwand dazwischen mit Schränken, die einerseits benutzbar waren aus dem Esszimmer her, aber auch aus der Küche. Mhm. Und wir hatten auch anfangs die Idee, okay, wir machen da auch wieder eine Wand, die wir bis zur Decke machen. Und ich weiß noch, als Pull damit beschäftigt war, hat er irgendwann aufgehört, jetzt auf der Höhe, wo wir jetzt sind, und meinte so, ich glaube, wir lassen das so. Und ich war noch so, wie, warum? Und ich bin jetzt im Nachhinein super froh darüber, dass wir das jetzt so uneben, sag ich jetzt mal, gemacht haben, weil wir halt, finde ich, den Raum dadurch irgendwie noch luftiger gelassen haben. Mhm. Also, weil ich denke mir jetzt, wenn ich das jetzt zugemauert hätte, ob es dann nicht wieder so erdrückend geworden wäre. Ja. Wir hatten auch ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, dass wir da ein Fenster reinmachen, ähnlich wie die Türen und auch so nochmal. Genau. Ja. Und auch nochmal mit der Schiebetür, wo wir aber jetzt auch sagen, wollen wir das noch, wollen wir das nicht? Weil wir halt auch nicht richtig wissen, okay, wie würden wir die Schiebetür laufen lassen? Mhm. Würde das jetzt überhaupt noch gehen, weil wir halt diese unterschiedlichen Wände haben? Ja. Aber momentan stört es uns auf jeden Fall nicht, dass es offen ist und. Genau. Und ja, noch eine Riesenbaustelle hier war der Boden. Der muss ich einmal komplett raus und darunter hat es auch schön ausgeschaut. Ja, also es war natürlich richtig schöner Holzboden und wenn die Vorbesitzer nicht geraucht hätten, glaube ich, hätten wir uns wirklich einfach nur damit beschäftigt, den wieder einfach aufzufrischen, weil er uns wirklich gut gefallen hat. Aber wir hatten so Sorge, dass dieser Gestank drin bleibt, weil ich weiß auch, als wir hingezogen sind, ich glaube, wir haben eine Woche lang nur gelüftet. Ja, und das war trotzdem. Und trotzdem hat es immer noch nach Zigaretten gestunken. Mhm. Und da war halt sehr schnell klar, okay, dann nehmen wir ihn raus. Und das war echt eine heftige Arbeit. Also, ja, da hast du auch noch richtig gut geholfen. Weil Glaswolle oder irgendwas? Genau, weil das halt schon alter war, war halt auch Glaswolle. Und ach Gott, das war so eklig, dieses dann einfach rauszunehmen. Und es hat überall gejuckt und wir haben den Boden da ja noch beschriftet, weil wir eigentlich die Idee hatten, den zu behalten, damit wir den oben verlegen können. Ja. Haben uns aber jetzt vor kurzem dazu entschieden, den wahrscheinlich zu verkaufen, weil wir einfach nicht sicher sind, ob sich das so lohnen wird, weil ich halt oben gerne Fischgräten haben möchte. Mhm. Und das mit dem Boden wahrscheinlich nicht so gut werden würde. Ja. Und ja, dass wir da dann wahrscheinlich einfach sagen, wir versuchen ihn zu verkaufen. Mhm. Vielleicht geht das ja noch, ist ja beschriftet. Das heißt, wenn sich da noch jemand vielleicht etwas mehr mit beschäftigen möchte, dann kann er den sicher auch nochmal verlegen. Wir haben auch dabei gesehen, was ist noch drunter. Mhm. Klar wurde es dann teurer, weil wir wieder aufgebaut haben und auch da. Mit einer Schüttung habt ihr das aufgefüllt, ne? Genau, was wir haben auch da Tonschüttung. Tonschüttung. Das heißt, da haben wir auch wieder darauf geachtet, dass wir was Ökologischeres nehmen. Ja. Und das waren halt auch diese Tonschüttung und dann so diese Platten. Holzfaser. Holzfaserdämmplatten. Ja, und dann so diese Matten und also das war. Und dann oben drüber das Fachkett. Genau. Ist auch Schweden verlegt. Genau. Mhm. Genau, das war's dann von der quasi Baustellentour. Also es wird noch mal irgendwann in Zukunft mehr Baustelle hier sein als jetzt. Genau. Vielleicht kommen wir dann noch mal darauf wieder zurück. Also drehen dann vielleicht noch mal so eine Baustellentour hier. Aktuell das Gäste-WC hier unten. Genau, das muss halt jetzt noch mal gestrichen werden und dann muss ich noch einen Schrank finden. Ja. Und dann wäre das aber auch eine Tür. Ja. Ja. Aber ansonsten. Super. Hat mich gefreut, dass du mitmachen wolltest. Danke auch, dass du hier warst. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, euch hat das Video auch Spaß gemacht. Wenn ihr mehr solche Videos wollt, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt auch gerne in die Kommentare. Wenn ihr Sam ein bisschen mehr folgen wollt, sie ist bei Instagram etwas aktiver unter unser Ideenhaus. Schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox und ja, genau. Dann würden wir uns bei euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn die Kinder nicht da sind, haben wir davon.